Unternehmer gibt es keine Angestellten, ohne Angestellten gibt es keine Unternehmer. Das ist ein Austausch, also das muss sich gegenseitig stützen. Unser Partner, der Staat, muss den Unternehmen die Versprechen, die er ihnen gegeben hat, auch halten. Ja. Ich habe Geschichten von Freundinnen, die sehr viel weniger Unterstützung haben als ich, wo sie eben also einfach verzweifeln teilweise schon, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, die Kinder ordentlich zu betreuen und gleichzeitig seinen Verpflichtungen nachzukommen. Kunst ist das, was uns am Leben erhält, weil Kunst ist das, wenn du jetzt eingesperrt bist in deine Wohnung, du kannst Musik hören, du kannst dir einen Film anschauen. Ich habe immer so ein großes Staatsvertrauen gehabt, dass wenn wir mal was brauchen, dann ist was da für uns, wir zahlen ja auch dementsprechend ein. Und mittlerweile, also ich habe wirklich Tage, wo ich so wütend bin, ich kann es gar nicht sagen, weil einfach nichts Gescheites kommt, weil die Ressourcen und die Rücklagen komplett aufgebraucht sind. Wann kann ich arbeiten? Wie komme ich zu Umsatz? Wie kann ich Geld verdienen? Ich muss Geld verdienen. Ich muss ja meine Kosten bezahlen. Ich muss ja von irgendetwas leben. Die Entscheider über unser Leben, die haben keine Ahnung von Leben. Wie man so Leben mit 1500 auf 2 Monate. Das funktioniert nicht. Das wäre wirklich super, wenn man sich sowas mal überlegt auf Regierungsebene und einfach nur mit Hausverstand die Sachen betrachtet.